Herzlich willkommen zum nächsten Need for Speed Underground Part. Und nachdem wir beim letzten Mal ein paar neue Leistungsupgrades in unsere Sentra gepackt haben, die sollte jetzt richtig schön nach vorne gehen, wird es diesmal an einen Lap-Knockout und an ein Rundstreckenrennen gehen. Und ich sehe gerade oben rechts, das Sprintrennen besteht aus drei Rennen, hat oben rechts nur als ein Rennen gezählt. Also pro Turnier kommen wir auch nur ein Rennen weiter, für alle, die sich das gefragt haben. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Lap-Knockout. Keine Zeit verlieren und einfach mal gucken, was die Sentra mittlerweile so drückt. Wir haben ja hier keinen Prüfstand mehr, so wie wir es noch in Need for Speed... Oder wie wir es... Nee, Moment, stopp. In Underground 2 haben wir dann so einen Leistungsprüfstand bekommen und Leistungsabstimmungen und sowas. Hier hatten wir noch keinen. Aber... Also deswegen können wir halt auch nicht genau sehen, wie viel Leistung wir haben. Aber dann werden wir halt eben auf der Straße rausfinden, was unsere Sentra jetzt so drückt. Und ich würde sagen, der geht schon mal... ein gutes Stück besser nach vorne und ich habe auch das Gefühl, die Gangwechsel sind ein bisschen schneller. Wir haben das neue Getriebe drin. Fühlt sich alles auf jeden Fall ein bisschen zügiger an und ein bisschen mehr on point. Doch, die Sentra ist auf jeden Fall schneller geworden. Mein Fahrstil ist dadurch natürlich nicht besser geworden, ne, ist klar. Und wahrscheinlich habe ich 50% von den Menschen, die hier zugucken, damit getriggert, dass ich zur Nissan Sentra die Sentra sage. Manchmal sage ich die, manchmal sage ich der. Ist irgendwie nur so ein Gefühl, aber ich meine Sentra mit A am Ende und so, kann man schon die sagen, oder? Erstmal 1000 Leute verprellt. Weiß gar nicht, wird denn Nissan Sentra überhaupt noch gebaut in Amerika? Ich weiß, dass wir die letzte Generation, hatte ich ja glaube ich im vorletzten Video oder so schon erwähnt, dass wir die letzte Generation mit so einem Nismo Bodykit oder in so, als Nismo Line oder was auch immer es da gibt, hatten wir den glaube ich in so einer etwas, ja, Performance-Variante, würde ich jetzt fast schon sagen. Hatten wir den in Forza Horizon 4 drin. Horizon 5 ist dann leider wieder rausgeflogen. Wird der noch gebaut? Weil ich fand den eigentlich gar nicht so hässlich. Ich meine, klar, ich finde moderne Nissans jetzt grundsätzlich nicht unbedingt schön. Den aktuellen Micra feiere ich zum Beispiel gar nicht. Oder hier den Leaf oder so ein Quatsch. Aber der Sentra, der war schon in Ordnung. So als kleine sportliche Limousine. Gibt Schlimmeres. Aber gut, Limousinen verkaufen sich halt heutzutage nicht mehr. Die Leute wollen halt alle SUVs fahren. Die wollen keine Stufeneck-Limousinen. Die wollen riesengroße SUVs fahren. Ja, die Celica hat sich gerade an den Bomben... Okay, nee, die hat sich gar nicht gewickelt. Ist ja auf der Map immer noch sehr dicht an uns dran. Hat dann zumindest schon mal einen Baum gestreift. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal vor allen anderen durchs Ziel fahren. Und dann die letzte Runde. Logischerweise vor der Celica beenden. Ich denke mal, die Celica ist das Fahrzeug der Gegner, der noch drin ist. Der Sean, bestimmt falsch ausgesprochen den Namen, wahrscheinlich sogar falsch gelesen, weil ich nur ganz kurz hingeschaut habe. Ich war dann beschäftigt, jede einzelne Wand und Barriere mitzunehmen. Oh, das war nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob ich es in einem der letzten Videos schon erwähnt habe. Underground 2 habe ich mittlerweile zum Laufen gekriegt auf Windows 10 tatsächlich. Manchmal stürzt es ab, ziemlich random. Deswegen, wenn es in Underground 2 geht, wird es relativ kurze Parts geben. Aber ich habe es zusammen mit dem HD-Texture-Mod von Dragozul oder Dragzul zum Laufen bekommen. Finde ich auf jeden Fall so um einiges ansprechend. Der Underground 2 sieht dann optisch doch ein Ticken schlechter aus als Underground, weil man natürlich eine riesengroße Open World hatte. Deswegen hat man da grafisch jetzt nicht so die Fortschritte gemacht. Deswegen finde ich es ganz gut, dass ich da ein HD Texture Mod drin habe, weil ich vielleicht auch ein kleines Tutorial zu machen, wie man den richtig nutzt und einfügt, weil das vielen vielleicht nicht ganz so klar ist. Aber das schauen wir alles mal, wenn es soweit ist. Mit der Sentra haben wir jetzt auf jeden Fall mal eine Celica, eine RSX und eine Integra ausbeschleunigt und sind ein Level aufgestiegen. Nismo Sentra, okay, das ist so ein Special-Fahrzeug für den Quick-Race-Modus, glaube ich. Oh, Level 2 Roof-Scoops! Scheiße, Mann, ich muss los. Jetzt geht's los. Wenn ihr denkt, wir haben bis jetzt gereist, dann passt mal auf, was jetzt kommt, Alter. Jetzt geht's los. Roof-Scoops, Alter. Ah, wo sind die Dinger? Komm, gib mir meine Roof-Scoops. Oh, ist das scheiße, Mann. Okay, wir haben leider nur zwei. Der sieht mir doch ein bisschen zu affig aus. Wir nehmen mal den hier. Oh, sieht das kacke aus. Wahnsinn. Ich habe ein Grinsen im Gesicht. Ich weiß, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe ein riesengroßes Grinsen im Gesicht. Diese Hackfresse, meine lieben Freunde, ist Kurt, den ich im letzten Video meinte, der mit dem weißen RSX. Den ich in Need for Speed 2015 ganz gerne immer wieder nachgebaut habe. Ja, da ist er. Das ist Kurt. Von den Eastsiders. Mega geiles Design, mega geiles Auto.
Acura RSX hat was, feiere ich euch heute noch. Gibt es, glaube ich, ist ja eine Nachfrage um Honda Integra. Wurde, glaube ich, in manchen Märkten auch als Honda Integra verkauft. Ich habe nur das blöde Gefühl, dass es das Ding in Deutschland nie gab, weil die coolen Autos bekommen wir in Deutschland halt einfach nicht. Siehe Ford Raptor, Nissan 400Z und was es nicht noch alles für coole Autos gibt. Den neuen Subaru WRX und STI bekommen wir ja auch nicht mehr. Ist flottenverbrauchsmäßig für die Hersteller halt einfach nicht sinnvoll, die Autos in Deutschland anzubieten. Irgendwie ging mein Nitro-Knopf gerade nicht. Okay, gut. Er ging aber im Endeffekt dann doch. Habt ihr ja gesehen, jetzt haben wir aber auch kein Nitro mehr. Kurt ist direkt vor uns, der ist also auch gar nicht mal so gut gerade. Ne, komm, ich starte das mal neu, das kann doch nicht sein. Ich meine, klar, wir hätten es vielleicht noch gewinnen können, aber man kann sich auch mal ein bisschen Mühe geben. Dann klappt sowas auch von vornherein. Okay, Kurt hat keinen Bock auf den U-Bahn-Tunnel. Ich auch nicht. Kann ich absolut nachverstehen, Bro. Kann ich absolut nachverstehen, Bro. Jetzt fange ich schon an zu reden wie die Leute in Need for Speed 2015. Das wollen wir ja vermeiden. Need for Speed 2015 übrigens gar kein so schlechtes Spiel gewesen. Ich weiß, die Story und die Personen in der Story waren cringe, ja. Und Break-to-Drift-Handling war auch nicht die beste Designentscheidung, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Ich hoffe, es wird im nächsten Need for Speed besser. Aber, und es gibt hier ein Aber, Need for Speed 2015 war von der Atmosphäre, vom Tuning und auch von der Grafik der Fahrzeugauswahl ein Schritt, der definitiv in die richtige Richtung ging, und es gab ja dann auch ein DLC, also ein kostenloses DLC, ein Update mit Eddies Challenge, wo man quasi eine kleine Story-Erweiterung hatte, wo man Eddie herausfordern konnte. Das war jetzt natürlich nicht mit Cutscenes und so geregelt, aber das war trotzdem mega cool, wenn sie das als Hauptstory mit Cutscenes und ein bisschen detailreicher gemacht hätten. Boah. Und dann gab es ja noch dieses berühmt-berüchtigte Speedlists Multiplayer-Update. Und bin ich dann auch auf und runter gefahren. Mit meinem overpowerten Porsche 911 Carrera RSR. Wobei, manchmal habe ich die Dinger auch im Ford Focus RS gewonnen. Also, ja, so schlecht war ich gar nicht. Need for Speed 2015, die guten alten Zeiten. Sagte er und spielt Need for Speed Underground von 2003. Ja, genau. Aber Need for Speed 2015, mit dem Spiel verbinde ich auch sehr viel tatsächlich. War mein erstes PS4-Spiel damals. Und auch der Grund, warum ich mir damals eine neue Konsole zugelegt habe. Ich war mit meiner PS3 eigentlich ganz zufrieden. Aber dann kam Need for Speed 2015 raus und ich habe mir gedacht, kaufst du jetzt einen PC oder kaufst du dir eine PS4? Und damals waren Konsolen halt nicht so schwer zu bekommen wie heute. Deswegen habe ich mich dafür die PS4 entschieden. Perfekt. Einmal richtig schön an die Säule gewickelt. Das ist sogar Kurt, der gerade an mir vorbeigefahren ist. Hauptsache, wir haben bei der Sentra noch die Antenne schön ausgefahren. Ich meine, ich frage für einen Freund, aber müsste man die nicht theoretisch einfahren wegen Aerodynamik und so? Aber gut, Need for Speed Underground. Aber wenigstens haben die Autos hier im Spiel Antennen. Wenn Forza das Auto hier im Spiel packen würde, gäbe es da gar keine Antenne. Und das im Jahr 2022. Schon ein bisschen traurig. Über Forza müssen wir auch noch reden. Wir müssen vor allem drüber reden, warum Kurt mit seiner RSX so scheiße schnell ist. Gut, ist halt auch, ist zwar beides Frontantrieb, sowohl RSX als auch Sentra, aber der Acura ist halt einfach ein bisschen zügiger, glaube ich, und ein bisschen mehr auch auf Performance und sportliches Fahren ausgelegt. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir durch den Abschnitt schneller kommen als Kurt. Oder dass Kurt sich vielleicht auch irgendwie an einer Säule oder an einem KI-Auto wickelt. Nein, ich wickel mich an einem KI-Auto. Also mit ganz viel Glück schaffen wir es noch. Mit ganz viel Glück, das haben wir aber nicht. Ja, in der dritten Runde kurz vor Ziel überholt Kurt mich. Das ist typisch Need for Speed Underground. Also den ganzen Zirkus nochmal. Hätte gar nicht gedacht, dass es so lang dauern kann, zwei Rennen zu fahren, aber okay. Das ist in Underground halt manchmal so. Da muss man manche Sachen tausendmal probieren und manchmal klappt irgendwas total Schweres beim ersten Mal. Das ist so typisch Need for Speed Underground. Ich hoffe, ich kann das Zeug überhaupt uploaden, weil momentan ist mein WLAN weg. In Deutschland, im Jahr 2022, kein WLAN, großartig, perfekt, weder auf dem Handy noch am PC. Ja, alles richtig gemacht. Ich meine, jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, auf dem Land und so, aber das ist in der Stadt oftmals nicht viel besser. Ja, Deutschland, Entwicklungsland und so. Ja, ein bisschen Nitro, ein bisschen Schub können wir dem Motor schon geben.
Ich bin froh, dass wir zumindest schon mal die Roofscoops, also die Dachspoiler, freigeschaltet haben. Also Dachspoiler hießen sie in Underground 2, eigentlich heißt das Ding ja einfach nur Lufthutze. Die Trusty wird auch immer ein Auto in dieser Kurve spawnen. Immer, egal was passiert. Wenn die gottverdammte Welt untergeht, Underground wird immer noch fleißig Autos in deiner Ideallinie spawnen. Oder auch in der von den KI-Gegnern, der hätte mich nämlich sonst gerade überholt. Haben wir also mal ein bisschen mehr Glück als Fahrskill gehabt. Clean Section, ich bin doch einfach nur gerade ausgefahren. Oder war genau das das Cleaner an dieser Clean Section, dass ich gerade ausgefahren bin, um einen Unfall zu bauen? Also wenn einen das Spiel dafür belohnt, dann ist das ja fast schon Forza-Niveau. Wobei, Need for Speed Underground hat mit Forza, oder mit den neueren Forza-Teilen tatsächlich was gemeinsam und du wirst hier genauso mit Geld zugekippt. Ich meine, ihr seht ja unseren Kontostand. Und wir müssen für die Autos kein Geld bezahlen, sondern nur für die Tuning-Teile. Die sind erstens nicht teuer, zweitens schalten wir die erst relativ selten frei. Alter. Skill 100. Schalten wir die erst relativ selten frei. Und wenn wir die frei haben, sind die halt nicht teuer. Und für die Autos müssen wir kaum bis gar nichts bezahlen und so. Du kannst dein Geld an Underground halt einfach gar nicht ausgeben. Und wirst damit aber unendlich zugeworfen. Das war in Underground 2, finde ich, ein bisschen besser. Es gibt natürlich auch Leute, die jetzt sagen, ja okay, eigentlich sollten Need for Speed Underground, solltest du da unendlich viel Geld haben, weil es so viele Tuning-Möglichkeiten gibt, damit du auch wirklich alles ausprobieren kannst. Aber ich denke mir, nein, Quatsch. Eigentlich bräuchst du schon so eine Bindung zu deinem Auto und eigentlich brauchst du schon ein bisschen dieses Gegrinde, was du in Underground 2 viel mehr hast. Finde ich ehrlich gesagt schon richtig so. Dass man nicht jetzt komplett mit allem zugeworfen wird. Dass man sich auch mal wirklich Gedanken machen muss, kaufe ich mir jetzt das oder das Auto? Was ist jetzt im Endeffekt besser für mich oder schneller oder was auch immer? Hat viel zu lange gedauert, dieses Rennen zu gewinnen, aber wenigstens haben wir es noch gewonnen. Ohne 240 SX war auch dabei, habe ich gerade gesehen, habe ich ja gar nicht so... Wir haben wieder nichts Neues freigeschaltet, ne? Wahnsinn. Wenn wir jetzt noch irgendein kurzes Rennen haben, ja komm, Drift, ein schnelles Drift-Rennen fahre ich noch. Dann schalten wir da vielleicht zumindest was Cooles frei. Und ansonsten war das mal wieder ein sehr deprimierender Part. Die Antenne vorne catcht mich immer noch, finde ich total geil. Finde ich total cool. Street Racer hier mit Roof Scoops und totalem Bodykit und rot lackiert die Karre und schwarze Streifen auf der Seite und so weiter und so fort. Fette Felgen drauf, Sponsorenaufkleber. Aber dann haben wir da vorne diese Radioantenne. Okay, 10.000er Drift ist für Sentra-Verhältnisse gar nicht mal so scheiße. Also man muss die Sentra wirklich... Man muss halt wissen, wie man die Karre richtig rumschmeißt, aber dann geht es halt auch. Du brauchst halt ein bisschen mehr Tempo, logischerweise. Und hier benutze ich halt tatsächlich auch mal die Handbremse. Normalerweise mache ich das ja in Need for Speed Underground und Underground 2 nicht. Vor allem in Underground 2 brauchst du es halt überhaupt nicht. Da ist die Handbremse eher für dich eine Behinderung als ein Vorteil beim Driften, weil du da wirklich einfach nur sliden musst. Oh, zum Glück haben wir den jetzt noch gerade gerettet gehabt. So, Bonuszonen immer schön mitnehmen, liebe Kinder. Den kann man eigentlich gar nicht verlieren. Das wird in Underground 2 bei den, war es Beacon Hill? Nee, Jackson Heights Rennen, wo man so bergab driftet oder bergauf driftet. Da ist es ganz krass, wenn du da mal so eine Bonuszone mitnimmst. Aber ich sollte vielleicht nicht ganz so viel von Underground 2 reden, wenn wir noch in Underground 1 sind. Und einfach Underground 1 ein bisschen mehr genießen. So, Superb, aber natürlich weggeworfen, Superb. Wer braucht schon Skoda? Ha! 0,0 Leute haben diesen Witz verstanden. War ja auch schlecht. Genauso wie meine Drifts gerade. Irgendwie kriege ich die Karre gerade nicht mehr quer. Oh, und unser Punktevorsprung ist gar nicht mehr so groß. Also wir müssten den auch mal wieder quer kriegen. Wenn wir das Rennen hier noch gewinnen wollen. Wird ansonsten peinlich, wenn wir in der letzten Runde unseren Punktevorsprung komplett verlieren. Und mies auf die Fresse kriegen. Ah, so ein paar Punkte holen wir dann doch noch raus. Das ist übrigens aus Underground 2 eine Rallycross-Strecke, die ich sehr gehasst habe. Und ich habe schon wieder über Underground 2 geredet. Wahnsinn. Wahnsinn. Gut. Neue Teile. Splash Level 1 Vinyls und ein Unique Vinyl. Oh, Nissan 240 SX SE. Habe ich da Bock drauf. Da habe ich wirklich Bock drauf. Aber ich würde sagen, die Splash Vinyls... Und das neue Auto gucken wir uns im nächsten Part an. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.